Wir müssen ja noch zurück zu dem Dingens. Wir müssen noch Rotkarn das töten. Das auch ausspähen. Ja, das machen wir danach, aber hier müssen wir erstmal noch Rotkarn töten. Wo ist der? Folg mir einfach gleich, wenn du fertig bist. Ich reite schon mal in die Richtung, okay? Ja. Ich bin direkt hinter dir. Ich habe einen Ohrwurm von Karnevalsliedern, das ist nicht gut. Wo willst du hin? Ja, hier den Weg lang. Ich dachte, wir wollten Rotkarn töten. Oh, ich bin ein bisschen schief gegangen. Komm ich halt von hinten. So viel zum Thema, ich reite schon mal hin. Ich komme von ich hinten. Vor dir da. Ist mir egal. Alter, hier ist voll die wütende, tobende Menge hinter irgendwem her. Greif ihn schon mal an, ich bin jetzt gleich da. Alter, ich sehe nur die wütende Menge, die auf mich zulaufen, ey. Ist ja bescheuert. Das ist doch nicht von mir. What? Die sind vor mir gelaufen. Ach, tada. Ja, gut. Fertig. So, jetzt aber. Jetzt können wir nochmal dahin gehen. Dann sind wir aber fertig. Ja, ich kann noch nicht aufsteigen, weil ich angeblich noch im Kampf bin. Lol. Das dauert bei mir irgendwie immer ein Stückchen länger, ich weiß nicht wieso. Kann ich dir leider auch nicht sagen. Gott. Ich will nicht von Karnevalsliedern einen Orwon haben. Mach mir einen anderen. Keine Ahnung. Mu, mu, mu. Die kleine Kufa Malibu. Oh, jetzt hör auf. Okay. Es ist noch schlimmer als Karneval. Aha. War schon wieder eine Folgequest und wir müssen da hinten runter. Ja, da wären wir ja jetzt eh lang geritten. Ja. Nimm mich mal an. So. Ja, von wohin geht's denn da? Weiß ich nicht. Wir lang müssen. Ach, noch ein Gebiet mit Quests. Ach, super. Es nimmt ja hier kein Ende. Können uns ich hab mir schon fast gedacht. Können uns ja vor Aufträgen hier gar nicht retten. Ja, machen wir das Gebiet fertig, dann gehen wir in das Wüstengebiet und dann gucken wir so Walking Dead weiter. Das finde ich gut. Ja. Das ist ein guter Plan. Ach, ich heim mich. So. Wir sind genau, war fast genau gleich von der Ausdauer her. Ach, da oben. Kommst du? Dann ja. Föderationsvorräte. Warte, ich will. Hat ja super geklappt. Habe ich überhaupt Schaden gemacht? Ich weiß überhaupt nicht, was du gemacht hast. Ich hab die mit meinem Pfeil anvisiert, also mit meinem Pseudo-Pfeil. Ja. Naja, hier geht's ja Gott sei Dank relativ schnell, weil die ja schon grau sind, deswegen. Ne? Ja. Naja, ich hab Hayo gesagt, er soll Hinne machen. Dann soll er uns nicht auf die Finger hauen, wenn wir weiter sind vom Level als er. Ah, eigentlich stört uns das ja nur selbst ein bisschen, weil wir dann den keinen Tank im Moment haben, ne? Ist halt nur schade. Ist doch selber schuld, wenn er nicht mitspielen will. Was heißt nicht mehr spielen will? Der ist halt gerade beschäftigt. Nicht mitspielen will, habe ich gesagt. Mitspielen will. Ich hab gedacht. Ist es seine eigene Schuld, dann sind wir halt cooler als er, ne, Leute? Könnt ihr so anfangen wie andere YouTuber? Ihr könnt ja, wenn ihr diesen Kommentar gemocht habt, einen Daumen rauf geben. Nein. Wieso, wieso, was haben die davon, wenn du Daumen rauf gibst? Toll. Ich meine, man landet damit vielleicht in irgendeiner Top-List von YouTube oder sonst irgendwas. Du machst andere Leute auf sich aufmerksam, aber mein Gott. Ach, ich hab da eigentlich kein Problem mit. Ich meine,
wenn die Leute wirklich das Video schön fanden, dann ist es schön, wenn sie einen Daumen rauf geben und das dementsprechend kundtun. Aber ich finde, es hat nichts damit zu tun, ob der YouTuber innerhalb des Videos die Leute darum bittet, das zu machen. Das wäre für mich eher ein Grund, es eher abzuwägen, nicht zu tun. Ja, mein Gott. Es sei denn, der Inhalt ist wieder gut. Dann ist es mehr. Was ich nur schade finde, ist, wenn du wirklich Fans hast, die, egal ob dein Video gut oder scheiße, sind die immer einen Daumen raufgeben. Das heißt, du hast da gar keine konstruktive Kritik mehr drin. Da ist auch überhaupt gar kein Feedback mehr, ob deine Videos noch gut sind oder nicht. Ich meine, gut, damit kann man sowieso erst arbeiten, wenn man eine gewisse Anzahl hat, und daran arbeiten wir noch mehr oder weniger. 29 Abonnenten, das ist schon mehr, als ich erwartet habe. Innerhalb von einem halben Jahr. Schade nur, dass du deinen anderen Channel nicht mehr als Zweit-Channel irgendwie dazupacken kannst oder so. Ach, der ist gesperrt. Der bleibt doch jetzt gedichtet. Schade eigentlich. Ja. Ist vielleicht besser so, weil wenn er nicht gesperrt worden wäre, wäre ich nie auf Let's Plays gekommen. Boah. Und mittlerweile macht mir Let's Plays, machen ja so unglaublichen Spaß. Und da lohnt es sich auch, den ganzen Aufwand zu betreiben. Auch wenn du dann denkst, ja, es gucken ja nicht so viele, aber es ist mir egal. Es macht Spaß. Ich meine, wenn unter den ganzen Leuten einer ist, dem ich mit den Videos eine Freude machen kann, dann reicht mir das. Ich weiß nicht, ich will auch nicht unbedingt mit Geld verdienen, weil, ich weiß nicht, sobald du damit Geld verdienst, hast du irgendwie so eine Pflicht, es gut zu machen. Und dann werden dir auch irgendwie so Fehler und so, die du machst, nicht mehr verziehen. Der Schrein ist schön. Müssen aber hier rüber. Der ist schön, der ist total heftig, eklig. Ich fand den schön. Irgendwie düster. Naja, auf jeden Fall nicht meins. Ja. Hier irgendwo muss... Ach, da ist er. Toll, jetzt hast du die alle weggeschubst von mir. Ich kann nicht wegschubsen, das bist immer noch du. Das war ich nicht. Ich habe keinen Skill, der schubsen kann, also musst du es gewesen sein. Ich hab die nicht geschubst, das warst du. Du hast geschubst. Oh Mann. Naja, zumindest ist sie geschubst. Und noch besser, oh, das war geschubst, ey. Du hast mich angepackt, oder nee, noch besser, hast du mich angeguckt. Und was guckst du? Ja, was guckst du? Gott. Ich gucke, was du guckst, also was guckst du? Oh Mann. Ja. Okay. Viel zum Niedergang der Menschheit. Mein Pferd hat zu viel getrunken, es hat Schräglage. Ups. Ich wollte eigentlich da. Wir müssen uns mal langsam um dieses Tor kümmern. Ja, komm mit. Ich hab's schon ausgespäht, wo wir lang müssen. Aha. Karte sagt mir da längst. Wenn wir jetzt andere nicht ganz so gut MMO spielen würden, könnten wir den Punkt wahrscheinlich anklicken. Rechtsklick Auto-Navigation, wie das so noch heißt. Der Char läuft tatsächlich von alleine dahin. Sowas gibt's? Ja. Ist doch voll scheiße. Ja, ist total scheiße. Das macht doch überhaupt keinen Spaß. Kannst du raten, was in dem Spiel floriert? Bots. Ich weiß die nicht. Ziemlich wenig selbst schreiben müssen an, ich sag mal, Zeilen, damit das Ding funktioniert. Sicher, wir sind hier richtig? Ja. Ja, sind wir. Ausnahmsweise. Auch wenn wir einen scheiß Umweg latschen müssen, jetzt zwangsläufig. Ja, weil hier überall alles voll mit Gebirg ist. Gebirg. Du meinst Gebirge? Nein, das soll eine Mischung aus Berge und Gebirge sein. Gebirge. Das ist schon richtig, das war Absicht. Und da finde ich, sind es Gebirg. Nein, Gebirge, weil es Mehrzahl ist. Oh. Heißt der auch Gebirge und nicht Gebirg. Nee. Oh, diese tiefgründigen Diskussionen am Sonntagabend. Nicht. Ja. Eigentlich könnte ich ja momentan von der Menge, was ich an Terra aufnehme, könnte ich ja ruhig 2-3 Folgen am Tag machen, aber dann habe ich mal wieder so eine Phase, wo ich gar nichts aufnehme und dann habe ich den Salat, dann stehe ich ohne da. Ja. Wie ist das jetzt eigentlich, das... Ah, warte, das ist ein Geheimnis. Sekunde.
Hey, Wir wollen ja auch hey. nicht zu lange ohne Unterhaltung bleiben, wenn wir uns nur über das nächste Let's Play unterhalten. Könnten wir auch eigentlich außerhalb der Aufnahme machen, aber wir haben gar nicht mehr so viel Zeit, die wir außerhalb der Aufnahme verbringen. Ja. Alter, wir haben kein Privatleben mehr, ist dir das mal aufgefallen? Ich glaube, heute kann man tatsächlich sagen, von der Anzahl der Stunden, die der Tag hat und von denen, die wir dann davon mit Let's Play aufnehmen verbracht haben, Ups. ist der Prozentsatz über 60%. Ja, Oder? die letzten Tage. Ich muss mal Ja. langsam anfangen, für meine Uni-Prüfung zu lernen. Ja, solltest du tun. Obwohl die mittlerweile, wenn das Video hier hochgeladen ist, schon seit Ewigkeiten vorbei ist, aber. Ja. Ja. Ist halt der Nachteil davon, wenn man die nicht auf den letzten Drücker macht, die Videos und direkt hochlädt. Ja, man ist halt nicht Aber so up to date, ne? Aber. echte Jacke wie Hose. Ich meine, solange ich meinen täglichen Soll erfülle mit meinen zwei, drei Let's Plays, je nachdem, geht das ja. Weg! Weg! Du hast mich ja abgehängt. Hä? Bist du bei mir auf Folgen gewesen oder was? Nein. Ich wollte gerade sagen, warum habe ich dich denn Nee, denn auch, abgehängt? du flitzt ja auch immer wie so ein Berserker vor. Nihihihihihi! Vor mir ist so ein Mob of Enrage gegangen. Stell dir mal vor, so ein Vampirlord, der mit so seinen ruhigen Gentleman-Schritten hinter dir herlatscht und auf einmal Enrage macht und dasselbe Bewegung nur doppelt so schnell. Hehehe. Das sah total bescheuert aus. Ach, jetzt sind ja wieder die dicken. Oh, Dicken. oh, das sind bis jetzt Bams, wo ich sagen muss, das macht keinen Spaß, die zu farmen, weil die echt Arbeit Ätzend sind. sind, ja. Und die haben nicht so wie die Basilisken. Bei Basilisken ist das so, zwischen den Attacken kannst du einfach an die rangehen und denen irgendwelche Attacken um die Ohren Ich hauen. bin fertig. Das ist ein Eierdieb. Eierdieb, meins. Hau ihn an. Der hat nichts gedroppt. Scheiße. Schade. Hast du den Quest jetzt hier fertig? Ich weiß es noch nicht. Ich Du bin, du musst einfach hast nur Eierdieb hier. geschrien, dann bin ich stehen Du geblieben. musst einfach hier an dieses Tor rennen. Komm doch mal bitte her, Ja, dann sind ich wir bin hier fertig. gerade. Ich werde gerade angegriffen. So, ich muss nochmal raustappen, weil hier Programm spackt wie Sau. Ich mach das jetzt aus, weil das bringt nichts. Das hängt sich ständig auf und stürzt ab. Okay, Fertig? ja. Gut. Da ist noch ein Eierdieb. Hä? Wo? Neben dem Dicken. 15.000 gekrittet. Ah, warum hast du das Ei jetzt gekriegt, aber ich nicht? Du hast das letzte Mal ein Ei gekriegt und ich nicht. Als wir gemeinsam ein Eierdieb gesehen haben. Ich guck gerade, ob hier noch irgendwo einer ist, weil die scheinen vielleicht bei Bams öfters zu spawnen dann. Ich habe keine Ahnung, beruht alles nur auf Beobachtung. Dass ich auch ganz, ganz viel Mist erzähle. Ups. Ich warte jetzt aber noch mit dem Ei aufmachen, bis wir gleich irgendwo in Sicherheit sind. Ja, ich gebe schon mal einen Quest ab. Ich bin direkt hinter dir. Das ist gut, ich Halte die hasse Augen diese offen nach Eierdieben. Weil hier so viele Leute sind und trotzdem so viele Eier, die beim Leben bleiben. Wundert mich eigentlich. Tada! Ja. Fertig, jetzt sind wir mit dem Gebiet hier durch, ne? Jetzt in Isla, erstattet Isla beim Schrein von Veslok Bericht. Hä? Keine Ahnung. Was Ach, das denn? ist ein alter Quest Ach so. von den Kampagnen, Ja, die ich sollen wir dann mache. in das Gebiet gehen, was ich Ich gesehen muss jetzt habe? mit Offenbarung der Göttin hast du nicht. Ich hab. Zwiebel, um die Göttin Velik aufzusuchen. Das ist ein alter Quest. Ich habe nur noch hier diese Gruppendinger aus der Instanz. Und hier Feinde in unserer Mitte. Dafür muss ich aber in ein neues Gebiet. Aber da will ich noch nicht hin, weil ich will erst in das, wo ich vorhin war, dieses Muss K. jetzt Oscaras, muss ich irgendwie 5 Quests abgeben. Guck mal. Vier Stück. Ja, das ist der Kampagnenquest, den ich hier auch habe. Sollen wir das eben machen? Eierdieb! Wo? Komm mal. Was? Ich habe gerade mit 200 irgendwas Ein tausend. Goldei. Meins! Warte, ich komme zu dir. Du beschwerst dich nochmal. Ich habe nur ein Bronzeei gefunden. Aber hier scheinen echt mehr zu sein von denen. Wo bist du? Guck auf der Karte. Ja, ich bin bei dir jetzt. Alter, je. Hör auf, mich umzuschmeißen. Und hör auf, meine Attacken auszuweichen.
Das kann ich überhaupt nicht ab. Gib mir auf die Eie. Auf die Eie. So, jetzt pass mal auf mich auf. Ich muss nämlich mein Gold eröffnen. Goldenes Tamago. Oh, eine göttliche Infusion. Oh, ich habe einen von den. Ich glaube, ich habe sogar was gekriegt, was im Endeffekt mehr wert ist. Ja. Ich habe den Lilan Trank gekriegt. Okay, ich hasse dich. Wollen wir tauschen? Nein. Oh. Aber warum nicht? Ich will. Oh, jetzt auf. Ja, guck mal, da kann ich noch zwei auf. Ach so, das ist Velika. Vergiss es. Dann reise ich einmal ganz kurz. Auch nach Velika, ne? Ja, dann reise ich nach Velika, gib die Sachen ab. Du kannst dich ja schon mal dahin porten, alles fertig machen, du Sackfalte, weil du es ja kannst und ich nicht. Ja, ich muss 23 Minuten warten. Hehehehe. Ja, es ist nicht witzig. Wo ist der nächste Teleportpunkt? Da unten in Populion, ne? Ja. Oh. Dann reiten wir dahin, dann nach Velika und dann geht's nach Chemika. Ich habe immer noch die Augen offen nach Eierdieben. Ja, Chemika. Ich sehe keine Eierdiebe mehr, schade. Ja, sei froh, solange du deine noch hast. Entschuldigung. Ich hoffe, die schlechten Witze hören nach Karneval wieder auf. Zumindest dieses danach kommt nur noch dieses das wieder mit mehr Stil. Mehr Stil, ja. Ja, mehr Stil. Weniger Frucht, dafür mehr Stil, oder was? Nein, weniger Besen. Oh Gott. Hauptsache, du hast deinen Spaß. Oh ja, den habe ich. Das nicht zu knapp. Keine Eier, die bin mir da. Schade.